Hallihallo, hier ist wieder Papa Noob und wir sind immer noch bei Captain Toad Treasure Tracker, Episode 2. Schauen wir mal. Auf dem Holzweg ans Ziel, das hatten wir schon. Ach ja, Lorenfahrt im Abendrot. Das ist wieder was, wo ich bestimmt schnell sein muss. Here I go. Aha. Da sehe ich mal so einen Diamant. Da sehe ich sonderbare Pflanzen. Also Piranha-Pflanzen. Und ich sehe nur eine Möglichkeit. Nämlich, ich muss da runterfahren. Oha. Und schauen wir doch mal. So. Warum drehst du weg? Alter Schwede. Okay. Okay, den haben wir auch. Jo. Yes. Wow, was ist das? Okay. Das Level war relativ kurz. So, jetzt bin ich gespannt, was da die Zusatzaufgabe ist. Bestimmt die Piranha-Pflanzen. Die habe ich nämlich nicht alle erwischt. 140 Münzen. Ups. Wo soll ich die denn hernehmen? Oh, Schande im Urwald. Okay. Leute, wo sollen die sein? Oh oh. Das eine. Na gut, ich kann nur probieren, alles irgendwie zu treffen. Ah ja. Sämtliche Fragezeichen irgendwie. Okay. Gibt es dafür auch Münzen? Nicht wirklich. Hey! Okay, jetzt weiß ich, wo das Problem liegt. Tja, das wird wohl nicht reichen. Aber zumindest haben wir jetzt mal gesehen, wo das ist. Und ich spiele mit einer Mischung aus Bewegungssteuerung und dem Stick. Oh yeah. 99, wunderschön, reicht nicht. Boah. Das ist nicht einfach. Okay, also das ist jetzt der dritte Versuch. Ja, ja, Mädel, ist gut. Und dann werde ich das Ganze so lange probieren, bis ich es schaffe und das zusammenschneiden. Es sei denn, es funktioniert jetzt gleich. Hm.
So, wo waren diese blöden Dinger? Schnelle Treffer sind hier vonnöten. Na, bleibst du hier, du? Das darf nicht wahr sein. Es fehlen fünf. Verdammt. Okay. Dann schneide ich an der Stelle und werde es dann noch 257 Mal probieren oder so. Und ihr seht dann, wenn es weitergeht mit meinem ersten Erfolg. Nächster Versuch. So, die haben wir schon mal. Ich muss noch mal gucken, ob hier noch irgendwo ein zweiter Platz ist oder beziehungsweise ein dritter Platz, wo viele Münzen sind. Ich habe da unten die. Da habe ich das Problem, wenn ich hier um die Kurve komme, dann wird mir die Sicht automatisch verstellt. Da kann ich nicht zielen. So, da unten. Ich weiß nicht, wenn ich den Block da unten treffe, den ihr hier in der Ecke seht. Okay. Das ist schon mal gut zu wissen. Da können wir ein bisschen cheaten. Da passiert nichts. Hier sind auch noch irgendwo von den Dingern. Wo habe ich die denn vorhin gesehen? Da. Aha, das geht wohl nur bei dem Powerblock. Aber okay. Das waren jetzt schon mal 8 Münzen mehr. Vielleicht helfen uns diese 8 Münzen, die wir mittels Touch erwischt haben. So. Da kommt jetzt gleich der Casus Knactus, der springende Punkt oder auch das hüpfende Komma. So, wir haben 32, das klingt nicht so schlecht an der Stelle. So, da ballern wir einfach mal wie blöde. Vielleicht treffen wir ja irgendwas mehr oder weniger zufällig. So, und hier ist der Punkt, wo die Kamera einfach nicht so eingestellt bleibt, wie ich die brauche. Okay, und jetzt hier drauf wie doof. Yes! Hui! Ich glaube, das war jetzt der 7. oder 8. Versuch, muss ich zu meiner Schande gestehen. Aber geschafft! Genau, schüttel dich mal, Kleine. Oh yeah! Oh yeah! Das war schon ein bisschen tricky, weil, wie gesagt, an der einen Stelle ist die Kamera nicht so, wie ich sie gerne hätte, weil das war nicht ich, wo dann immer weggedreht hat. Hä? Kommt der denn her? Okay, wir machen einen Münzrausch. Wie ging das noch? Oh, gerne. Ach, guck mal. Beim anderen pennst du. Kaum kommt ein Mädchen, bist du wach. Na, gehen wir mal dahin. Ich weiß nicht mehr genau, wie das... what? Okay. Oh. Okay, jetzt habe ich verstanden, wie es geht. Okay, das hätte man weiß Gott besser machen können. Aber besser als ein Tritt in allerwertesten. So, nebulöse Zeichen im Hinterhof. Nebulös. Witzigkeit, verlass mich nicht. Mal kurz einen Blick auf den Laptop. Ja, okay, das Aufnahmeprogramm hat mir vorhin nämlich auch ein bisschen Ärger gemacht. Da musste ich den Laptop neu starten. So, jetzt gucken wir mal. Nebulöse Zeichen. Ja. So, wenn ich da jetzt hingehe, falle ich ja bestimmt runter, oder? Ach nee.
Oh oh. Ah ja. Das ist etwas fummelig hier. Okay, wenn ich da runterklatsch, dann lande ich auf dem Schalter. Okay. Oh, oh, oh. Okay. Alter Schwede. Jetzt aber eine Stühle weg hier. Ach du Schande des Urwalds. Seid ihr bekloppt? Okay, hier geht's auch rüber. Ah ja. Okay, wir haben den zweiten Diamant gefunden. Ach du Schande. Wenn ich jetzt wüsste, was ich hier machen muss. Geh rüber. Wie in drei Teufelsnamen soll ich das bitte schön machen? Wow, 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 wow. So, kann mir jetzt noch einer sagen, wo, bitteschön? Der Stern ist da unten. Wie komme ich da hin? WTF? Ach so. Ich glaube, ich weiß wie. Darüber. Ah, das war eine Rutschbahn, wie nett. Was kommt jetzt für eine teuflische Zusatzaufgabe? Alle Schlammschlurfer besiegt. Was sind Schlammschlurfer? Was habe ich da gemacht? Wie habe ich die besiegt? Kann mir das mal einer sagen? ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. waren das diese komischen Gestalten, die da unten rumgeblubbert sind, wo ich dachte, das wären Geister? Okay. Ganz ehrlich, ich habe nicht den Hauch einer Ahnung. Ich werde mir das, wenn ich zusammengeschnitten habe oder beim Schneiden, mal in Ruhe ansehen. Ihr dürft mir aber gerne mal in die Kommentare schreiben, was diese Schlammschlurfer bitteschön sind. Und ich glaube, dieses Video ist lang genug. Und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Und ihr dürft gerne meinen Kanal abonnieren, die Videos kommentieren, die Glocke aktivieren, damit ihr nichts verpasst. Und ansonsten, ihr wisst ja, genießt einfach euer Leben. Bis denn dann, sagt Papa Noob. Ciao.